Herr Präsident, meine Damen und Herren, also ich habe mir jetzt den Antrag noch mal rausgekramt, weil ich dachte, wovon reden die Leute hier? Das steht alles gar nicht in dem Antrag drin. Und siehe da, ich für meinen Teil nehme in Anspruch, ich kann lesen, alles, was Sie erzählen, steht irgendwie auch in dem Antrag. Man darf nicht nur immer den zweiten Halbsatz vorlesen, sondern auch der erste Halbsatz. Der Senat wird unterstützt, und zwar nachhaltig, in seiner Planung. Der Senat wird aufgefordert, na immerhin. Und dann wird der Senat gebeten, und zwar eine Ombudsstelle einzurichten. Und das war's mit Ihrem Antrag. Und wenn Sie finden, dass das konkrete Forderungen sind, dann bin ich etwas überrascht und möchte Ihnen sagen, mit den beiden Anträgen, einer der Piraten, einer meiner Fraktion, da gab es denn doch irgendwie konkretere Forderungen. Wir haben Ihnen ganz klar ein Verfahren vorgeschlagen, in dem Standards für die Unterkünfte festgelegt werden, in dem diese Standards kontrolliert werden und in dem danach bei der Auswertung die Ergebnisse veröffentlicht werden. Wir haben Ihnen auch in beiden Anträgen vorgeschlagen, dass sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner als auch alle flüchtlingspolitischen Akteure oder die relevanten flüchtlingspolitischen Akteure dieser Stadt aus Zivilgesellschaft und Verwaltung an diesem Verfahren beteiligt werden. Und wir hätten am Ende dieses Prozesses mehr Transparenz und mehr Verbindlichkeit gehabt. Und das, meine Damen und Herren, ist genau das, was wir gebraucht hätten in dieser Stadt in der gegenwärtigen Situation. Aber das findet jetzt nicht statt, weil es diesen Änderungsantrag gibt zu unserem Antrag. Und jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Ihrem Antrag ist wirklich nur heiße Luft. Ich habe Ihnen das eben noch mal vorgelesen. Da gibt es keine konkrete Forderung. Dieser Senat wird weiter wie bisher vor sich hinmurksen können. Der kann machen oder eben auch nicht. Das interessiert Sie offensichtlich gar nicht. Sie fordern nichts von diesem Senat. Und dieser Senat hat die letzten 3 Jahre nicht viel gemacht im Bereich der Flüchtlingspolitik. Und bei dem, was er gemacht hat, muss man in der Zwischenzeit schon fragen, wäre es nicht besser gewesen, wenn er nichts gemacht hätte. Es gibt nur noch Notunterkünfte, eine nach der anderen. Es gibt keine Standards mehr. Wurde alles schon gesagt. Und Sie setzen sich hier hin und sagen, er wird auch weiter so machen. Wir lassen das auch zu. Der Senat übrigens verteidigt auch immer noch seine Geheimniskrämerei gegenüber den Bezirken und der Zivilgesellschaft. Dieser Senat wird nichts ändern. Und wenn Sie, werte Damen und Herren der Koalition, jetzt so einen Wischiwaschi-Antrag vorlegen, dann bin ich etwas überrascht. Und ich sage Ihnen, angesichts der Debatte der letzten 2 Jahre und vor allem angesichts der Debatte der letzten Wochen, ist es ausgesprochen peinlich, was Sie hier abgeben. Das ist ein Skandal. Und Sie haben mit uns an keiner Stelle und an keinem Punkt die inhaltliche Debatte über die vorliegenden Anträge geführt. Sie haben einfach, glaube ich, gesagt, jetzt haben wir so eine komische Debatte, da können wir die Anträge nicht wie sonst eigentlich immer einfach nur ablehnen, sondern wir müssen einen Änderungsantrag machen. Und damit haben Sie uns, liebe Kollegin Radziwill, auch ein bisschen in die Falle gebracht. Weil diesen Änderungsantrag abzulehnen, können wiederum wir nicht. Aber wir sagen Ihnen hier, mit Ihrem Änderungsantrag wird sich nichts ändern. Wir werden uns enthalten und wir werden ihm nicht zustimmen, weil wir eben auch nur irgendwas Positives abgewinnen können, weil es wird nichts passieren. Was Sie gemacht haben mit diesem Änderungsantrag, Sie haben die Verantwortung an den Senat abgegeben. Sie haben sich hier erneut und ein weiteres Mal jeglicher Politikgestaltung in dieser Stadt entzogen. Und das ist erbärmlich. Es ist einfach erbärmlich, diese Politik, die Sie hier abliefern.